Hey, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XI. Ja, in den letzten Parts haben wir uns ganz gut bei Wings of the Goddess vorgearbeitet. Wir sind mittlerweile bei der Mission In the Name of the Father. Und von dort aus hatten wir jetzt einen Warpring zurückgenommen und sind jetzt wieder in Windrose in der Gegenwart. In der Vergangenheit würde die Story jetzt weitergehen, aber wir werden für dieses nächste Story-Quest, was wir da machen müssen, werden wir einen Fisch benötigen. Und das heißt Angeln. Angeln haben wir noch nie gemacht und Angeln ist auch sehr begrenzt verfügbar. Ich glaube, man kann bis zu 10 Fische am Tag angeln mit einem neuen Charakter oder so. Und ja, gut. Aber wie funktioniert das erstmal? Wir hatten, halt, fange ich hier an. Wir hatten unter Fishing in den Objectives haben wir Speak to the Fisherman's Guild Master. Damals in einem der ersten Parts direkt abgeschlossen. Und haben uns dort auch eine Willow Fishing Rod geholt, die wir in unserer Wardrobe gelagert haben. Falls ihr keine habt, solltet ihr keine kaufen gehen. Die Willow Fishing Rod ist eine sehr basic Rod, sag ich mal. Also die findet ihr hier in Windurst, Port Windurst. Im Südwesten bei der Fisherman's Guild. Und ja, wir brauchen jetzt natürlich noch einen Köder. Das heißt, also die Fishing Rod, die kommt übrigens in diesen Range-Slot und in Ammo kommt dann der Bait rein, der Köder. Und den müssen wir uns nochmal besorgen gehen. Und ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, ist es hier 1 Uhr gerade. Die NPCs, die Stuff verkaufen, also die Shops für die Gilden, die haben wir aber begrenzt nur offen. Und ich habe hier gerade nebenbei eine Liste offen, da steht drin, die Babubu, die das in Port Windows verkauft, von der ihr wahrscheinlich auch die Rod bekommt, die hat von 3 bis 18 Uhr geöffnet. Also, ja, tough luck. Aber der Warnet in Artogan Whitegate, der hat von 1 bis 18 Uhr geöffnet. Das heißt, wir schauen mal kurz nach Artogan. Artogan Whitegate oder was ist das hier? Nehmen wir den am Homepoint. Am Homepoint, ja, das sind alles Homepoints. Nehmen wir den am Mockhaus. So. Ist nämlich im Süden am Wasser. Surprise. Also wenn es nach 3 Uhr ist, dann könnte man natürlich auch nur Windows einfach kaufen. Aber das geht jetzt schneller hier. So, hier mal rechts um die Ecke und dann müsste der hier irgendwo sein. Warnet heißt der. Ist da oben? Mal hier mal. Also hier ist auch ein Phishing-Icon. Ah, hier da. Warnet. Gut, bei dem können wir kaufen. Und zwar gibt es hier auch die Fishing Rod. Willow Fishing Rod gäbe es hier auch. 44 Gil. So, und was wir jetzt brauchen, ist ein Minnow. Oder eine Minnow. Davon kaufe ich mal eine. Die Minnow, die kann man mehrfach benutzen, solange die Leine nicht reißt. Also, falls sie reißt, müssen wir nochmal wiederkommen und eine neue kaufen. Und ja. Genau, die Minnow, die kommt jetzt natürlich in den. Moment, ich pack die mal weg in die Wardrobe. Und die kommt dann natürlich in den Ammo-Slot. Also, wunderbar. So, und jetzt teleportieren wir uns einmal nach Selbina. Selbina ist unter Sulkheim. Ja, und da angeln wir jetzt. Und das passiert mit einem kleinen Minispiel. Und zwar muss man dort ja im Prinzip nach rechts und links drücken, wie es angezeigt wird. Also auf dem Bildschirm sieht man dann große Pfeile und in die Richtung der Pfeile muss man drücken. Auch wenn jetzt gerade was anmeißt, drückt dann auf keinen Fall sofort Enter oder X oder sowas, sondern wartet einfach auf diese Pfeile, drückt die Pfeile. Die Pfeile müsst ihr am Controller übrigens mit dem linken Stick machen und nicht mit dem Pfeiltasten.
Und ja, also im Prinzip, als würde ich euren Charakter in die Richtung bewegen, müsst ihr das machen. So, und das Ganze funktioniert jetzt, indem man den eigenen Charakter anklickt, dann dieses kleine Menü öffnet und hier unten das Check, das wird jetzt zu Fisch, wenn man nah genug am Wasser ist. Und alles ausgerüstet hat dafür. Also let's go. So, also jetzt wie gesagt, Finger weg von X oder Kreis oder ähnlichem. Wenn gleich was anmeißt, drücken wir einfach in die Richtungen, die angezeigt werden. So, da, links. Nochmal. Und nochmal. Wenn der Fisch auf 0 ist, dann könnt ihr X drücken. Eine Pair of Rusty Leggings. Und wie gesagt, die Minnow, die verbraucht sich nicht. Na, da können wir, die können wir weiter benutzen. So, das machen wir jetzt, bis wir einen sogenannten Greedy bekommen. Alternativ könnt ihr den Greedy auch direkt kaufen. Oh ja, hier geht's ab. Da! Ein Greedy. Nice. Die Greedys, die sollten hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anbeißen. Dementsprechend sollte das möglich sein, einen zu kriegen. Und genau, ihr könnt wie gesagt auch einen direkt kaufen im Auktionshaus oder sowas, wenn ihr euch hiermit nicht auseinandersetzen wollt. Oder wenn ihr eure 10 Versuche pro Tag verbraucht habt, falls euer Charakter noch zu neu ist. Gar nicht 45 Tage muss er alt sein, damit er öfter als 10 Mal am Tag angeln darf. Ja, das ist schön, ne? So, jetzt können wir hier natürlich wieder den Chuck-Ram ausrüsten. Und der Bait entfernt sich automatisch mit selbst. Und wir können jetzt natürlich den Homepoint in die Vergangenheit nehmen und dort weitermachen. Das heißt, jetzt von hier aus. Saruta Baruta-Front. Wunderbar. Ja, das war der kleine Angelexkurs. Und genau, jetzt geht es bei unserer Lieblingsmitra weiter, bei Dea Prandole. Und ja, mehr gibt es dazu fast nicht zu sagen. Die Rusty Leggings, die brauchen wir übrigens nicht, ne? Die könnt ihr verkaufen, wegschmeißen, was auch immer. So, der Pandole. Oh boy, der Arme. Ich würde sagen, die Nachfrage ist sehr hoch für ihn. Er wird hier schon Prinz genannt. Oh je. Ja, aber der reicht scheinbar, dass jede Mitra ihren Posten verlässt. Naja. Gut. Ja. Die wollen ihm jetzt was zu essen besorgen, scheinbar. So habe ich das verstanden.
Und ich würde sagen, wir schauen mal, wie es ihm jetzt geht. Der ist zum Odin's Gate. Ach, das ist da Westzaro Tabaruta. Sehr schön. Dann müssen wir auch raus. Der hat die Stadt verlassen. Und, ja. Er hat sich quasi ein ruhiges Plätzchen gesucht, wo ihn niemand stört. Hier draußen können wir natürlich aufmounten. Das heißt, das tun wir auch mal. Und wir halten uns jetzt einmal links. Südwestlich. Wir wollen zu einem Tower ganz im Südwesten. Haben die unseren Greedy gerochen eigentlich? Das ist ja witzig. Normalerweise war ich ja auch immer in der Situation, dass ich den Greedy dann irgendwie auftreiben musste. Aber dass die dann einfach schon riechen, wenn man ihn dabei hat, das ist cool. So, da unten links der Tower. Der ganz weit weg. Da wollen wir mal hin. Normalerweise ist es wohl so, dass man dann zurück muss in die Stadt, nachdem man hier war. Man muss nochmal mit Dea sprechen, um Vorschläge für einen Fisch zu bekommen. Aber vielleicht riecht er ihn ja direkt und wir können ihn anbieten. Mal schauen. So, hier einmal absteigen bei den Toads und den Sealed Entrance anklicken. Unser Boy hat sich da oben platziert. Oh, eine Schickerie. Ah ja, Lego Haboka soll angeblich tot sein. Wie kann es dann sein, dass er diesen Namen hat? Gibt er sich als er aus? Oder ist er er? Naja, wir sollten ihn suchen, ne? Weiß er Bescheid. Aber er meint auch, ja, bei den ganzen Frauen da. Das wäre ja sein Todesurteil. Und er kollabiert jetzt ganz theatralisch. Weil er am Verhungern ist.
Aber ich versuche jetzt einfach mal den Fisch hier hin zu traden. Vielleicht geht das ja schon. Nein, das geht noch nicht. Also müssen wir noch einmal zurück, wa? Genau, das geht wirklich noch nicht, ja. Okay, dann müssen wir einmal zurück. Ich benutze jetzt einfach den Warp-Ring und porte mich dahin. Das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich jetzt hier zurückreite. Es gibt übrigens auch einen Warp, der einen in die Heimatnation in der Vergangenheit bringt. Das nennt sich dann Retrace. Aber das haben wir nicht. Okay, so. Dann sprechen wir nochmal mit der Dea Prandole und fragen sie mal, was der liebe Mitra-Prinz denn so zu essen haben wollen könnte. Wir schlägt einen Forest Cup vor, aber das müssen wir nicht machen. Wir nehmen einfach unseren Greedy. Also wir müssen nur sie eigentlich fragen. Und ja. Übrigens lese ich hier gerade, man kann die Greedies wohl auch einfach kaufen in den Fisherman's Guilds. Aber die sind, glaube ich, nicht immer verfügbar. Dementsprechend ist es gar nicht schlecht, dass wir uns eingeangelt haben. Achso, die sind nicht verfügbar, wenn Windurst nicht Erster im Conquest Ranking ist. Also ist schon ganz gut, so wie wir das gemacht haben. So, und um das jetzt so unkompliziert wie möglich zu machen, sage ich jetzt gleich schon mal, wenn wir diesen Fisch hingeben, dann wird uns hinterher die Frage gestellt, ob wir ihm noch mehr geben wollen. Und wenn wir einfach Nein sagen, dann haben wir das erledigt, was wir erledigen müssen. Wenn wir Ja sagen, dann wird die Cutscene wohl ein bisschen länger. Aber das ist es nicht wert, ganz ehrlich. Das ist den Aufwand nicht wert. Da müssen wir ihm nämlich noch weitere Fische besorgen. Und ich würde sagen, der eine, das ist mehr als genug. Geben wir ihm den einen Fisch und sagen dann, das muss reichen. Einfach, um uns hiermit nicht länger aufzuhalten. Falls ihr die verlängerte Cutscene sehen wollt, ist das wohl möglich, indem ihr dann wie heißen die Dinger? Man kann die Cutscenes doch irgendwo anschauen, wo dann so ein Goblin spawnt und dann fragt er, an was wir uns erinnern wollen. Und wenn ihr dann die Erinnerung zu dieser Mission euch anschaut,
Dann seht ihr dann die verlängerte Version. Goblin Footprints. Ach, das war's. Genau. Die gibt's in jedem Areal einmal. Und da kann man, glaube ich, einfach ein Gil hintraden. Dann kommt der Goblin und fragt dann, was wir uns erinnern wollen. Das heißt, ihr müsstet dann hier in Sarutabaruta, wenn die Mission abgeschlossen ist, natürlich. Dann müsstet ihr euch die mal suchen. Die ist, glaube ich, einfach auch einem Eingang zur Stadt sind die. So, jetzt traden wir hier einmal den Greedy hin und nur den einen Greedy auch. Und passen auch auf, was ihr antwortet. Ist ja schon niedlich, ne? Genau, den Greedy geben wir ihm natürlich. Ich glaube, da gehen seine Instinkte gerade mit ihm durch. Und hier wählen wir jetzt explizit Nein. Sonst müssten wir eben nämlich noch einen Fisch besorgen, wie gesagt. Und dann geht die Story weiter. Er erzählt jetzt, dass das vor allem mit dem Shadowlord zusammenhängt, der in dieser Zeit das erste Mal aufgetreten ist und die Truppen des Bösen anführt, ne? So, 12 rote Rosen. Und ein Warpring, der nicht ready ist, das heißt von hier aus nehmen wir da doch nochmal das Mount zurück. Ja, wir müssen jetzt zurück nach Windows wieder und da geht dann automatisch das nächste Quest los. Ach ja, aber das ist auch gar nicht so schwierig. Sag ich mal, das ist auch nur, oder gar nicht so lang. Ich würde sagen, das machen wir sogar diesen Part noch. Auch wenn der Part dann wieder länger wird, dann haben wir wieder mal beide Quests, die wir jetzt gerade machen müssen, in einem Part. Und danach können wir In the Name of the Father weitermachen im nächsten Part. Und ja, der Großteil dieses ersten Quests ist halt auch wirklich nur das Hin und Her gelaufen. Und das Besorgen des Fisches, ne? Haben wir noch einen Titel bekommen eigentlich? Traverse of Time sind wir? Ich glaube, das ist aber von unserer letzten Mission noch. Das hatten wir vorhin schon. Müsste es eine Cutscene geben, die unser nächstes Quest startet. Wie sie alle winken.
ja schon eine kleine Celebrity, ne? Okay, wir gehen zusammen zum Warlock Warlord. Weil wir dorthin bestellt worden. Also mal schauen, was es hier zu hören gibt. I have reason to believe that Windflare is the same as us. Ah, kommt er nicht aus dieser Zeit? Kann es denn sein? Und er auch noch? Ah, ein neuer Trupp, der beordert wurde, auf jeden Fall hergekommen ist und denen zur Hilfe steht. Mercenaries, ach so. Also Söldner. Gut, wir werden jetzt platziert irgendwo. Meine Güte. Und vertragen sich nicht, die beiden. Offensichtlich. So. Die Einheiten sollen sich jetzt in der Zora Magyu Champagne sammeln. Also, let's go, würde ich sagen. Warum ist er fairly certain? Nur weil ich ihn immer Greedy gebracht habe? Natürlich bin ich mir sicher, er hat mir mal Greedy gebracht. Was? Okay. Gut. Der meinte noch, die Star Stable würde manipuliert oder sei in der Hand von jemandem. Aber wir werden jetzt natürlich erstmal die Zora Magyu Champagne. Ich komme auch direkt hin mit dem Buch. Ihr könnt ihr direkt aufmounten. Jetzt ist mal die Musik ein bisschen schöner. Muss man in K9. Das ist relativ weit unten sogar, ne?
In Kanaan sind wir jetzt schon. Und hier irgendwo. Ist das vielleicht da drin sogar? Kann das sein? Hier direkt bei dem Mall. Ja, mit ihr müssen wir sprechen. Sehr gut. Mit der Mom Lari. Mal Einsatzbesprechung. Naja, er war schon. Er weiß schon, wie er seinen Willen kriegt. So, wir lauern hier dem Feind gerade mal auf. War das? Was machen die hier? Gigas. So ein Show-off.
So. Jetzt gibt es hier unten eine Abandoned Mineshaft. Hier links neben der Treppe. Den müssen wir mal anklicken und da erwartet uns jetzt noch ein Content. Nach dieser Cutscene. Könnte das wohl sein? Spricht in Reimen, sieht aus wie eine Shantotto, ist wohl eine Shantotto. Sie platziert die Explosion so, dass nur die Quarnos getroffen werden und nicht die Dimitras. Das muss man auch erstmal können. Shantotto ist wohl nicht so beliebt, sag ich mal. Er wurde scheinbar verboten, in Windows mitzukämpfen und deswegen hat sie sich selbst aufgemacht, sucht ihren eigenen Kampf und hat die jetzt halt einfach mal gerettet, weil sie zufällig in der Nähe war. Ja, aber das ist ein ganz schönes Problem, was auf uns zukommt, wa? Ach. Okay, wir sollen jetzt quasi uns unter die Erde begeben. Und denen helfen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Signal Firecracker bekommen. Mit dem Key-Item kommen wir da rein. A Feast for Gnats. Und das ist jetzt der versprochene Content, der uns hier erwartet. Im Prinzip ein Battlefield, wenn man so will. Hier können wir unser Trust rufen, das sollten wir auch tun. Wir werden sie brauchen. Cherokee. Ayame. Semilafina nehme ich noch. Und noch einen. Nehmen wir Koromoro.
So, wir sollen hier jetzt eine Belfry wohl besiegen. Und müssen aufpassen, dass uns die hier nicht wegsterben. Das heißt, so ein bisschen müssen wir denen auch den Weg frei machen. Zumindest, Oma Migo darf nicht sterben. Wo ist sie denn eigentlich? Hier. Solange er den Aggro zieht, hier ist ja alles okay. So, die Belfry. Die sollen wir wohl besiegen. Also, let's go. Dann ziehen die sich alle zurück. Und wir haben gewonnen. Ja, Roma Amigo hat so ein bisschen Schaden genommen, ne? Also man muss halt schnell genug sein oder sie halt ihr die Gegner wegnehmen, damit sie keinen Schaden nimmt. Jo, der Sieg ist unser. Zurück nach Windhurst. Und er fragt jetzt, ob sie auch endlich zurückkommt. Aber sie meinte, es ist noch nicht Zeit. Und da führt uns auch unser Weg hin. Einmal zurück nach Windhurst. Und sie meint nur, der Robe Akbel, den sie kennt, der war irgendwie anders. Ne? Ja, sie kennt ihn wohl. Sie hat ihn etwas anders in Erinnerung. Was aber auch Sinn ergibt, wenn es nicht derselbe ist, ne? Ups, das war der falsche Ring. Upsi. Ich würde den Warp-Ring natürlich benutzen. Einmal Warp-Ring einmal nach Hause.
So, dann rüber nach Windows Waters S. Und dann reden wir nochmal mit Dea Prandole, um das Ganze abzuschließen. Und das ist dann auch das Ende von diesem Part. Genau, da ist er. Ich schätze, die beiden vertragen sich jetzt. Okay, die Shikari lasten das natürlich Leko Haboka an. Und Leko Haboka meinte aber gerade auch nur, sein Plan hatte eine Lücke. Er hat nicht damit gerechnet, dass seine Gigas-Fraktion da einfach auftaucht. Dadurch wurde es halt eng. Und es gab Verluste. So, ein Ruby haben wir bekommen. Okay, können wir verkaufen, schätze ich. Gut, und damit würde ich sagen, ist dieser Part ja vorbei. Im nächsten Part geht es dann mit unserer Mission weiter. Wie sehr, in the name of the father, ist dann wieder ready. Wir haben alles fertig, um da fortsetzen zu können. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da, denn es kostet dann nichts und bringt mir viel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Bye-bye.